Und genau das glaube ich nicht, Matthäus. Du machst doch die ganze Zeit nur Kompromisse. Die ganze Zeit. Weil du Angst hast. Und deswegen wird es auch nichts mit deiner Kunst. Ich bin weg. Wegen Matthäus hat mir eins von diesen Spießerschweinen die Brille vom Kopf gerissen. Der Hof ist dir wohl egal. Fuck you. Was ist? Wir müssen weiter, Herr Gauleiter. Es ist schon gleich 4 Uhr und um 8 will der Führer in Berlin seine Rede halten. Und dann nie wieder Wahlkampf, bitte. Siehst du, es geht nicht um die äußere Erscheinung. Ja, keine Sau interessiert sich für mich. Aber keineswegs. Kommen Sie, ich zeige Ihnen meine versaute VIP-Lounge. Nein, da war ich noch nicht. Ach, ich dachte, naja. Welchen Kindheitstraum hast du dir bereits erfüllt? Kindheitstraum. Ich war in Paris. Genau. Also was ich als Kind spannend fand, war, doch, genau, ich glaube Notre Dame, weil ich damals den Glöckler von Notre Dame gesehen habe mit Charles Laughton. Und da, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, ich glaube, das war der Grund. Wäre das eine Rolle für dich? Ja. Ja, ich glaube schon. Zu früh gefreut, Miranda Mambusi. Binde sofort den Agent los. Das hättest du wohl gern. Nur über meine Leiche! Nichts geiler als das. So. Findest du nicht auch, schwarz steht mir einfach besser? Jetzt steht den Menschen in Halle endlich nichts mehr im Weg, ins Theater zu gehen. Endlich. Oh.